Habt ihr schon mal eine Ameise gezeichnet? Das ist ganz einfach. Ihr malt einen Kreis, eine Bohne und noch eine Bohne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beine und vorne hat die Ameise noch ein Greifwerkzeug. Jetzt sind Ameisen aber selten so groß, sondern viel kleiner. Könnt ihr auch noch kleinere Ameisen zeichnen? Probiert es aus. Das Tolle an Ameisen sind nie allein. Sie leben in Kolonien und so zeichnet man nicht nur eine Ameise, sondern ganz viele von ihnen. Kreuz und quer, aber so laufen Ameisen selten herum. Meistens folgt eine Ameise der anderen. Oder sie haben etwas entdeckt und dann laufen sie alle auf ein Ziel hin. Sie laufen um Hindernisse drumherum und bringen ihr Futter in den Ameisenhügel. Auf der Futtersuche sind sie ziemliche Künstler und können auf Grashalmen lang laufen oder überfallen gerade eine Picknickdecke. Ihr habt bestimmt ganz tolle Ideen und jetzt wisst ihr ja, wie Ameisen gezeichnet werden. Überlegt euch eine Geschichte, einen Weg. Wo laufen die Ameisen hin und was begegnet ihnen?